Wann geht's denn jetzt los? Ja, also ich dachte ja um halb. Das wären jetzt noch 2 Minuten. Ich glaube nicht, dass hier noch wer kommt. Wir sind hier falsch. Ja. Na, wir sind in der Andreas-Gemeinde. Die fangen nie pünktlich an. Ja, aber es brennt noch nicht mehr die Kerze da vorne. Nanu, was macht ihr denn hier? Wir wollten Gottesdienst feiern. Es ist Weihnachtszeit, Sonntag 10.30 Uhr. Sorry, aber da seid ihr hier falsch. Im Moment gibt's hier in der Gemeinde keine Gottesdienste. Aber woanders gibt's einen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Woanders? Och nö, jetzt kommen wir auch noch zu spät. Ist ja voll peinlich. Keine Sorge, da kann man gar nicht zu spät kommen. Also, kommt doch mit. Sollen wir? Na gut. So, da sind wir. Kommt doch rein und setzt euch. Oh Mann, das machst du aber auch immer wieder. Du weißt doch genau, dass ich der Erste bin, der darüber stolpert. Oh, hi, Simon, du hast Besuch? Ja, das sind Clara, Johanna und Till. Die habe ich in der Gemeinde getroffen. Ja, eigentlich wollten wir ja heute zum Gottesdienst und ich habe extra alle bekommen, dass sie früh aufstehen. Aber da war gar keiner. Ja genau, haben wir was verpasst? Eigentlich dürfen Gottesdienste doch wieder stattfinden und gerade jetzt in der Adventszeit sind sie immer so schön. Kerzenschein, Tannenduft, fällt das jetzt alles aus? Naja, dieses Jahr ist ja halt alles einfach ein bisschen anders und die Andreasgemeinde hat sich gedacht, Gottesdienst im Wohnzimmer, das wäre doch echt schön. Hä, im Wohnzimmer? Und wo sind alle anderen? Und wo ist die Band? Naja, immerhin sitzen wir hier ein bisschen gemütlicher als in der Kirche. Eben. Also früher bin ich immer mit meiner Familie in den Gottesdienst gegangen. Das war eine richtige Tradition, aber dieses Jahr ist irgendwie alles anders. Wie soll denn daraus ein richtiges Weihnachten werden? Ich glaube, dass Weihnachten anders wird, da hast du recht. Aber auf jeden Fall hindert uns nichts daran, hier heute Gottesdienst zu feiern. Mit Kerzen, Keksen, einer coolen Predigt und natürlich Musik. Ah, Musik. Das ist mein Stichwort. Dann lasst uns doch mal zusammen singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Segen mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein, er ist der rechte Freudensohn, bringt mit sich lauter Freud und Wund. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Ich würde gern zu Beginn des Gottesdienstes beten. Guter Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke, dass du unsere Sehnsüchte, unsere Zweifel, unsere Fragen, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du auch bei diesem Weihnachtsfest, was so völlig anders ist, dass du dabei sein wirst. Danke, dass wir jetzt Weihnachten feiern können. Danke, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern können. Amen.
Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns geschaffen hat, der unsere Sehnsüchte, unsere Zweifel ganz genau kennt, der unsere Fragen kennt und der uns dennoch lieb hat. Im Namen von Jesus, der Licht in diese Welt bringt, der Licht in unser Leben bringen will und der unser Freund ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns heute die Liebe und die Wärme Gottes erleben und spüren lässt. Amen. Also das war ja schon ganz schön, aber so richtig wie in der Kirche hat es sich noch nicht angefühlt. Aber Gott ist doch eigentlich nicht an die Kirche gebunden, also an das Gebäude. Man kann ja auch hier Gottesdienst feiern. Wir können uns ja mal drauf einlassen. Naja, und als ob unser Gottesdienstraum aussieht wie eine Kirche. Das stimmt. Also früher habe ich ja auch an alles geglaubt. Und so der Konfi-Unterricht hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich konnte meine Fragen stellen und die wurden beantwortet. Aber jetzt habe ich damit irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Und ich glaube nicht, dass Glaube noch wirklich was für mich ist. Wie, was meinst du? Naja, früher war es auch so einfach, an alles zu glauben. Der Weihnachtsmann, das Christkind, die Zahnfee, die waren halt einfach da. Damit bin ich aufgewachsen. Und jetzt, wo man älter ist, wo man mehr versteht, wo man mehr hinterfragt, da ist das Ganze gar nicht mehr so leicht. Aber jetzt sind wir ja hier und nicht der Weihnachtsmann oder die Zahnfee. Versuch doch wenigstens mal, dich drauf einzulassen. Ich habe mal den Psalm für heute vorbereitet. Das ist der Psalm 139. Und ich würde ihn gerne mit euch gemeinsam beten. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Amen. Das war ein schöner Psalm. Aber jetzt fehlt irgendwie noch eine Predigt. Ja. Simon? Ganz sicher nicht. Aber ich habe da mal was vorbereitet. Dazu gibt es nämlich echt coole Angebote im Internet. Und naja, wenn euch dann die Predigt zu kompliziert ist, könnt ihr nach den ersten zwei Liedern einfach zum Kindergottesdienst klicken und der ist nicht ganz so kompliziert. Oh, Simon! Ja, okay. Sorry. Dann kann's losgehen.
Ich hebe die Augen auf zu den Bergen. Ich hebe die Augen auf zu dir. Woher sollt mir denn Hilfe werden, wenn nicht von dir, Herr, nicht von dir? Halleluja, für die Liebe, die ich fand. Halleluja, denn ich weiß, du kommst zu uns. Ich hebe die Augen auf zum Himmel, zu dem, der alle Wege kennt, auf dass ich Rettung bei dir finde, bei dir, dem Heiland dieser Welt. Halleluja, für die Ich liebe den Weihnachtsmann. Und nicht nur irgendeinen Weihnachtsmann, mein Weihnachtsmann heißt Santa Claus, denn ich bin Amerikaner. Und für mich als Kind in den USA war Weihnachten das Highlight. Weihnachtslieder und Lichter an jeder Ecke, wunderbares Gebäck, das weihnachtliche Buffet und unser regelmäßiger Gast war natürlich Santa Claus. Mit ihm zusammen konnten wir sogar in Einkaufszentren Bilder machen. Er war zum Anfassen. Meiner Mutter war es wichtig, dass ich auch manch deutschen Brauch kennenlerne. Und so ist ab und an der Nikolaus vorbeigekommen. Aber das war nur Vorgeplänkel. Irgendwann dämmerte es mir dann so langsam, dass sich einmal im Jahr die Welt in einer Art Märchenwelt verändert. Es war irgendwie auch nicht ganz falsch. Im Gegenteil, es fühlte sich schön an. Aber zugleich war mir klar, dass Santa Claus nicht höchstpersönlich für den Zauber verantwortlich war. Und viele Menschen machen diese Erfahrung. Als Kind hat man an den Weihnachtsmann geglaubt, aber eines Tages wacht man auf und muss feststellen, es war gar nicht der Weihnachtsmann oder das Christkind, der die Geschenke gebracht hat, sondern Opa, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Und plötzlich löst sich das tolle Bild vom Weihnachtsmann als riesiger Schwindel auf. Viele Menschen geht es mit dem Glauben an Gott als Erwachsene ähnlich. Man fragt sich, ob das Ganze mit Gott wirklich stimmt oder ob es Gott am Ende vielleicht doch nicht gibt. Man befürchtet, dass wenn man Gott und den Glauben eine Chance gibt, es sich vielleicht doch irgendwann auch nur als Schwindel herausstellt.
Und jetzt? Jetzt stehen wir vor der Wahl, was wir damit machen. Und ich sehe zwei Ansätze. Der erste Ansatz wäre, ich nenne es mal prophylaktisch vorbeugend, meidend. Ich möchte nicht enttäuscht werden. Also lieber nichts unternehmen, wo ich enttäuscht werden könnte. Ich gehe möglichst der Enttäuschung aus dem Weg. Zweiter Ansatz. Neugierig ausprobierend, zögerlich wagend. So nach dem Motto kennen wir vom Jahrmarkt. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Vielleicht werde ich enttäuscht. Nicht jedes Los, was ich ziehe, gewinnt. Aber vielleicht werde ich auch überrascht. Wenn ich nichts mache, finde ich es nicht heraus. Ich stelle mich der Frage und mache mich auf die Reise. Und ich habe wirklich Verständnis für jeden, der den ersten Weg geht. Das Leben ist ohnehin schon schwer genug. Zu oft wurden wir enttäuscht, vielleicht sogar verletzt. Und nicht selten geht so eine Vermeidungstaktik irgendwie auf einen inneren Lebensschmerz zurück, wo auch immer der herkommen mag. Und ich möchte niemanden bitten, diesen zu ignorieren. Im Gegenteil, ich möchte sogar dazu ermutigen, diesem Schmerz in die Augen zu schauen. Denn ich glaube nicht, dass ein solcher Lebensschmerz einfach hingenommen werden muss. Nach dem Motto, mir bleibt eh nichts anderes übrig als eine Vermeidungsstrategie. Da gibt es zum Glück gute Therapeuten und Seelsorger, die genau dabei behilflich sein können, unsere Erfahrungen und Lebensschmerzen zu bearbeiten, damit sie uns nicht lähmen. Damit uns diese Schmerzen und Ängste nicht letztlich diktieren, was wir tun sollen. Damit wir die Entscheidungshoheit über unser Leben zurückbekommen. Ihr hört sicher heraus, was mein Lieblingsansatz ist. Neugierig ausprobieren. Mein innerstes Kind, welches neue Erfahrungen machen möchte, bekräftigt genau das. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und fragt sich, ob es nicht vielleicht doch die Möglichkeit gibt. Also, was wenn doch? Klar, jetzt spricht der hoffnungsvolle Amerikaner in mir. Also, was wenn es ihn doch gibt? Den Weihnachtsmann. Ja klar, ich habe irgendwann festgestellt, dass der Weihnachtsmann nicht die Geschenke bringt. Aber was, wenn die Eltern und Großeltern diese Aufgabe übernommen haben, weil es da jemanden gibt, der da tatsächlich für die Geschenke sorgt? Filme wie Santa Claus, Eine schöne Bescherung machen diese Hoffnung lebendig. Oder die Geschichte vom Nikolaus. Der Nikolaus bringt mir nicht die Geschenke, aber irgendwann hat er es mal getan. Und so kann etwas, was nicht real ist, dennoch in unseren Herzen leben. Und jetzt spanne ich natürlich den ganz großen Bogen, der es in sich hat. Ich glaube, ja, ich glaube. Und ich bin nicht naiv, sondern gehöre eigentlich zu den Realisten und Pessimisten. Ich glaube, dass es Gott tatsächlich gibt und dass er erlebbar ist. Aber anders als der Santa Claus und der Nikolaus lebt er nicht als Hoffnung in unseren Herzen, sondern seine Hoffnung und seine Realität kann unsere entmutigten Herzen wieder zum Blühen bringen. Und dann kann sein Leben in uns leben. Es ist dann nicht mehr die Hoffnung, die wir lebendig halten, sondern es ist die Hoffnung, die uns lebendig hält. Letztlich ist das genau die Antwort auf eine tiefe Sehnsucht des Menschen von jeher. Ist da noch was? Ist da noch jemand? Die Bibel spricht davon. Die Kirchenväter sprechen davon. Sogar Menschen, die heute leben, sprechen davon. Und alle meinen es wirklich ernst. Anders als beim Weihnachtsmann gibt es niemanden, der in einem Moment der überwältigten Ehrlichkeit gesteht, naja, eigentlich ist es nur eine nette Geschichte. Im Gegenteil. Damals wie heute sind Menschen bereit, für ihren Glauben an Gott zu leiden, weil es für sie mehr ist als eine nette Geschichte. Und dass Gott eine Realität ist, dafür gibt es natürlich gute Argumente, aber ich möchte auch niemanden beschwatzen, sondern viel lieber dazu einladen, eigene Erfahrungen zu machen. Denn Folgendes verspricht uns Gott in der Bibel. Er sagt, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Ich glaube in der Tat, dass am Anfang das Überwindung kostet. Ne? Aber was, wenn es tatsächlich mehr ist als ein Selbstgespräch? Man muss ja auch nicht gleich das öffentlich machen. Ne? Jesus sagt, wenn ihr betet, macht das im Verborgenen. Also, was wenn doch?
Ich glaube, wenn man sich auf diese Reise macht, hat man nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Und ich glaube, dass mit Gott die Weihnachtsgeschichte so viel faszinierender ist. Denn wenn das stimmt, gibt es so viel mehr als das, was wir bisher zwischen und Himmel und Erde für möglich halten und kennen. Dann dürfen wir auf Entdeckungsreise gehen, ihn näher kennen und dabei helfen, dass seine genialen Absichten für die Welt Realität werden. Vielleicht hast du gestern Abend mit deinen Kindern einen Stiefel für den Nikolaus rausgestellt. Ich wette, der war heute Morgen voll. Vielleicht stellst du heute Abend nochmal einen Stiefel raus. Deinen eigenen. Und sprichst dabei ein ganz kurzes Gebet. Gott, wenn es dich gibt, wenn du wirklich da bist, wenn das alles stimmt, dann zeig dich mir. Vielleicht wird der Stiefel nicht am nächsten Morgen voll sein. Darauf hast du keinen Einfluss. Aber wenn du ihn nicht rausstellst, kann er nicht gefüllt werden. Also denk mal drüber nach und lass dich von den Stiefeln vom Weihnachtsmann und vom Nikolaus immer wieder dran erinnern. Wir beten. Dein Kommen, Herr, bringt Frieden.
Menschen werden verwandelt, wo du erscheinst. Wir bitten dich, hilf uns, miteinander in Frieden zu leben. Dein Kommen, Herr, bringt Hoffnung. Menschen sehen eine Zukunft, wo du erscheinst. Wir bitten dich, komm du zu denen, die alle Hoffnung aufgegeben haben. Dein Kommen, Herr, bringt Trost. Menschen werden zuversichtlich, wo du erscheinst. Sie fühlen sich geborgen in dir. Wir bitten dich, komm du zu denen, die trauern. Dein Kommen, Herr, bringt Gemeinschaft. Wir bitten dich, komm in diesen besonderen Zeiten besonders zu denen, die einsam sind. Dein Kommen, Herr, bringt Freude. Menschen freuen sich, wo du erscheinst. Dafür danken wir dir. Komm du zu uns, Herr. Sei du bei uns mit deinem Frieden, deiner Kraft und deinem Segen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne noch mal ganz persönlich für dich beten, der du zuschaust. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten für einen besonderen Segen in einer besonderen und herausfordernden Adventszeit. Hilf uns, die Dinge, die uns beschäftigen, abzulegen und trotzdem irgendwie eine Fröhlichkeit zu finden. Schenke Weisheit und schenke uns vor allem Durchhaltevermögen, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Und so segne dich, der Herr, und behüte dich. Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Was Innovation angeht, sind wir dieses Jahr als Gemeinde über uns hinausgewachsen. Und das ist letztlich nur durch Spenden möglich. Gott sei Dank sind der Gemeinde keine Dauerspender weggebrochen in dieser herausfordernden Zeit. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Denn es sind beim GAV auch keine Kosten weggefallen. 95% sind Personalkosten. Und wir haben alle unsere Angestellten weiter beschäftigen können. Wir mussten niemanden in Kurzarbeit schicken. Und so konnten wir ganz neue Angebote und Kommunikationswege erschließen. Uns sind allerdings Corona-bedingt andere normale Einnahmequellen weggebrochen. Zum Beispiel hat seit Anfang des Jahres fast keine einzige Kollekte stattfinden können. Und daher wird der GAV dieses Jahr vermutlich mit einem Defizit von ca. 25.000 Euro abschließen. Und das müssen wir auffangen. Daher freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit Spenden unterstützt. Ihr habt es gemerkt, in diesem Advent haben unsere Gottesdienste ein besonderes Format. Auch am dritten Advent wieder. Thema dann die Hirten. Aktuelle Infos zu allen Gottesdiensten auch auf andreasgemeinde.de. Wenn euch dieser Gottesdienst gefallen hat, teilt ihn gerne mit anderen. Und falls du unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, freuen wir uns auch darüber. Und denk daran, wir sind Kirche. Die Gemeinschaft in den Kirchen mag für eine Zeit erschwert bleiben, aber die Kirche ist nie ohne Gemeinschaft. Denn wir sind Kirche. Wir sind Gemeinschaft Gottes, die füreinander einsteht, Nachfolgende Jesu, die durch Krisen wachsen, Anbetende, die ihren Blick auf Gott richten, Dienende, die die Not um sich wahrnehmen und helfen, Evangelisierende, die Hoffnung und Frieden verbreiten. Wir sind Kirche. Wir leben aus Gnade, atmen Gnade und tragen Gottes Gnade in die Welt. Amen.
So. Das war ein richtig schöner Gottesdienst. Mhm. Ja, fand ich auch. Und der Tee war echt lecker. Also ich glaube, so gemütlich habe ich noch nie Gottesdienst gefeiert. Ja, vielen Dank, dass wir in euer Wohnzimmer durften und hier gemeinsam Gottesdienst feiern konnten. Sehr gerne, jederzeit wieder. Kommt gut nach Hause, habt noch einen schönen Sonntag. Ja, auch. Und vergesst eure Schuhe nicht. Oh, stimmt. Das stimmt. Was ist das denn? Was jetzt? Du hast deine Schuhe auf Anhieb gefunden? Oder bist du endlich mal selbst drüber gestolpert? Nee, da ist was drin. Naja, heute ist doch Nikolaus, der 6.12. Stimmt. Seht ihr? Manchmal muss man den Mut besitzen und sich mal wieder drauf einlassen. Und dann wird man erkennen, was passiert. Schönen Sonntag noch. Schönen Sonntag. Ich auch. Gleichfalls. Das war schön. Ja. Ach, Mist. Jetzt haben sie das letzte Lied verpasst. Ach nee. Na, dann gucken wir uns das noch an. Ja, mach mal an. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been good or bad. So be good, for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. 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 I mean a big fat man with a long white beard.